Recht herzlich willkommen zur 13. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir noch einen Auftrag gehabt, den Parachute zu testen, der nicht erfolgreich war. Da waren wir, ja, ich glaube, zu schnell am Endeffekt, ne? Das heißt, wir müssen unsere Rakete dafür nochmal umbauen. Auf der anderen Seite müssten wir, nein, wir bauen sie erstmal um. Load. Contains locked or wallet parts. Aha, deswegen können wir die jetzt nicht mehr nehmen, weil der Test davon vorbei war. Ach ja. Okay, das heißt, das müssen wir umdrehen. Load. Das ist die gar nicht. Gut, dann müssen wir noch was anderes laden. Das ist TRV2 war das. So, diese hier war das. Ich war schon gerade am Überlegen, aber... So, das war viel zu schnell, oder wie war das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Den Versuch ist es wert, oder? Die Gu-Container sind natürlich kaputt gegangen. Macht die Batterie mal höher. Oh, da ist nur eine dran, das ist schlecht. Muss auf jeden Fall zwei sein. Jetzt kommt die Kiste ins Trudel, ne? Ja. Das ist Nummer 3. Sollte vielleicht funktionieren, ich weiß es nicht. Wir müssen es austesten, ne? Und safe. Electric charge required but not generated. Ach so, okay. Dann können wir das auch weglassen. Brauchen wir gar nicht. Einfach aus dem Grund, weil diese Triebwerke keinen Strom machen. Dann gucken wir mal nochmal. Ach so, das ist... Ja, da drin ist ein Monoproblem. Ja, ist schon klar. Ich glaube, das lassen wir dann so. Und probieren es so aus. Save nochmal. Ja, passt. Und ich glaube, wir können auch direkt starten. Müssen wir schauen, dass es klappt, ne? So, da ist er. SAS an. Schub können wir keinen geben. Wir müssen einfach wieder nur gucken, dass wir hier diese Werte richtig hinkriegen und hoffen, dass das so passt, wie wir es aufgebaut haben, ne? Gut, dann würde ich sagen, geht es los. 3, 2, 1, go! So. Ja, wir fliegen mit dem ganzen Ballast da hoch, ne? Das ist auch nicht so gut, wenn... Da müssen wir schnell was ändern. Nämlich... brauchen wir auch nicht mehr ändern. Die Höhe reicht nicht, ne? 16.000. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Dass wir das andere Triebwerk ja erst da oben dann starten, wenn wir oben sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, ob wir dadurch noch schneller hochkommen. Geschwindigkeit passt allerdings nicht. Wir sind dafür zu langsam geworden, ne? Ja, fallen wieder. Das war ein Fehlversuch. Ja, pff. Machen wir mal an. So.
gucken wir mal einfach so, dass wir da die Richtung haben. Da ist einer. Zurücksetzen. Analysieren. Geht das jetzt? Nö. Keep Data. Wo ist denn der zweite? Da ist der zweite. Kriegen wir da noch was raus? Im Gru wird sehr kalt, ja. Irgendwie kriege ich keine Daten mehr. Vielleicht, wenn wir hier im blauen Bereich sind, sollten wir nochmal probieren, ihn aufzumachen und dann zu sehen, dass da was ist. Fehlversuch war es jetzt schon mal, definitiv. Mal gucken, wie wir das nächstes Mal hinkriegen. Aber wir haben ja da so ein Metallgestell. Vielleicht müssen wir das benutzen dafür. Ich denke mal schon. So, die Reise geht wieder abwärts. $16,000 bis $22,000. So, jetzt hätten wir alles, aber jetzt können wir nicht die Stufe starten, ne? Oh, doch, das geht ja doch, das war ja ein Fallschirm. Ah, der Test hat funktioniert, cool. Richtig cool. Ich war jetzt da drauf getrimmt, dass dieses Teil getestet wird, aber das ist ja gar nicht so. Der Parachute war gefragt, cool. Okay. Ja. Zappelt und wackelt, während die Rakete fliegt. Ausfahren. Moving. Locked. Moving. Okay, egal. Der Gru, der ist jetzt auch nicht mehr zu gebrauchen, ne? Doch, können wir noch zurücksetzen. Analysieren geht nicht, oder? Nee, wahrscheinlich fehlt auch Strom oder so. Steht aber auch nichts davon. Gut, dann gucken wir mal, wenn wir in der unteren Atmosphäre sind, ob wir da nochmal was kriegen. Ich glaube es dann doch wieder nicht. Sind noch im blauen Bereich, wir können ja gerade nochmal gucken, ob es hier geht. Nix. So. Ich glaube, bei 7,5 wird das wahrscheinlich sein, dass da in den unteren Bereich der Atmosphäre wir dann sind. Ja, jetzt sind wir definitiv da drin. Nochmal gucken, ob wir hier Daten kriegen. Ne, nicht wirklich. Komisch. Vielleicht bei der Landung, ich weiß nicht. Komm, nochmal testen. Irgendwann muss doch mal da was passieren, oder? Komm mal ein bisschen schneller runter. 3 Stufen. So. Bei 3000 gehen wir runter auf 2 Stufen. Wunderbar. Jetzt fahren wir den mal aus. Vielleicht können wir noch was testen, während der Schirm aufgeht, ob das geht. Mal gucken, oder? Eine mit schnellerer Geschwindigkeit. Da gibt's auch keine Sachen, oder?
Gibt's beim Segelflug was? Nicht wirklich. So, dann müssen wir gleich ankommen unten. Ist immer noch dunkel, immer nichts zu sehen. Tja. Ich kann nicht erkennen, wann wir unten sind oder wann nicht. Aber kann nicht mehr lange sein, oder? Ich meine, so bei 200 Meter müssen wir eigentlich spätestens auf der Erde sein. Hier ist es so ein bisschen bergig schon. Man sieht hier auch gar nicht das Wasser mehr. Ist auch egal. Da ist es passiert. Statusbericht. Gibt's auch nichts. Gut. Gefährt bergen. Passt. Haben wir was geschafft? Gute Frage, ne? Ja, wir haben was geschafft. Ab Atmosphäre haben wir Daten gekriegt. Jetzt haben wir 24 Science, das würde bedeuten, wir können da schon wieder Technik weitermachen. Geld gab es auch ein bisschen. Und er hat wieder keine Erfahrungspunkte gekriegt. Aber ist nicht schlimm. So, gehen wir hier noch rein. Und hier können wir jetzt den Radialdekoppler auf jeden Fall kriegen, ne? 18 Points. Was war das andere? 20 Points und da ist, ja, da ist der Feststofftank und hier ist ein Fuel. Größerer, den haben wir hier natürlich nicht, aber ja, ist jetzt zu überlegen wieder, ne? Nose Cones. Lifting Surface, okay. Der Decoupler, der ist es. Das wäre jetzt nicht spielentscheidend, Motor. Das ist nicht schlecht. Das wäre hier das, was ich sagen würde, was wichtig wäre. Einen größeren Tank. Aber wir machen das hier einfach wegen dem Decoupler und in der nächsten Runde machen wir den dann. Oder den? Das sind erst 45 Punkte für ein Flugzeug bauen. Und wir haben das, was wir brauchen dafür. Okay, das müssen wir dann mal abwägen, wie es da weitergeht. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es fürs Erste wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.